So, Freunde, herzlich willkommen zum Krieg Seven Days Hunting gegen Vahe Victus. Das letzte Duell haben wir mit unglaublichen 700 Punkten gewonnen. Diesmal ist es deutlich knapper, ja. Wir haben noch 25 Angriffe. Hier sind es noch 13. Und ja, wir haben unsere letzten Leute, die angreifen. Dementsprechend müssen wir jetzt hier mal loslegen. Und hier bietet sich bei zwei Blauen eigentlich mein grünes Team an. Ja, das grüne Team wird jetzt einmal durchstarten und hoffentlich auch hier erfolgreich sein. Mal gucken. Ich habe PvP schon gemacht. Ich habe 5 von 6 Angriffen gewonnen. Die Boards waren gut. Gucken, wie die Boards jetzt sind. Ja. Grabmacher ist das einzige Problem. Aber das wird schon. Gucken wir mal. Gucken wir, was hier passiert. Okay. So, das Board ist nicht unbedingt schlecht, aber auch nicht gut. Ich habe hier die Grünen unter Skadi. Ich glaube, ich auch direkt mal spielen werde. So, jetzt müssen wir hier in der Mitte mal ein bisschen Platz machen. Das lief gut. Die Grünen so hoch. Genau, jetzt haben wir hier Lila. Machen wir die Gelben so, ja. Okay. Ich habe Grün unter Wähler. Ich habe hier eine Grün-Lila-Kombo. Ich werde erst Grün-Lila spielen. So, und jetzt werden wir zuallererst hier hinten Skadi raushauen. Ein bisschen unkonventionell spielen. So. Dann holen wir uns Jabba und haben Telluria am Start. Die Telluria ist da jetzt auch. Das ist aber nicht schlimm, weil ich habe jetzt meine Telluria und im nächsten Zug habe ich Rigard. Ich hoffe jetzt nur, dass Evelyn keinen Burn-Up kriegt. Perfekt. Ja, das sind aber viele Minions. So. Dann haben wir Rigard. Rigard wird auch das Wasserdingen hier überleben. Evelyn überlebt das auch. Perfekt. So, dann nehmen wir uns hier die Grünen als nächstes. Mhm. Sehr gut. So, jetzt ist das nächste Ziel eigentlich. Wir machen Wähler weg. Ich wollte eigentlich erst Grabmacher wegmachen, aber so eine Doppelattacke von Evelyn auf einen, das ist immer ein bisschen traurig. War ich ungern. So, ihn triggern wir jetzt erstmal noch nicht. Oder versuchen es zumindest noch nicht. Wobei ich ehrlich gesagt gar keine großartigen Optionen habe, als den Diamanten zu spielen. Ich hätte jetzt hier gelb spielen können und so. Aber das hätte mir alles irgendwie auf Dauer nicht weitergeholfen. Das schon. Perfekt. Aber das ist okay. Machen wir Telluria an. Jetzt hauen wir ihn weg. So, und da kommt Rot. Ja, da kommt Lila. Ah, wunderschön. Okay. Das war's. Perfekt. Perfekt. So. Okay, dann warten wir oder sollen wir uns um ihn hier kümmern? Wie viele Punkte sind das? 39, 46. Ja, komm. Machen wir den auch weg, damit wir weiterkommen. Da nehme ich ruhig das Seescha-Team. Oder das, ne, wir nehmen das Seeshirt-Team. Seeshirt. Eben die Truppen richtig koordinieren. So müssten sie alle richtig sein. Falsch. Da. Das passt alles. Okay, auf geht's.
Machen wir mal eben den Reset hier. Gut. Ein gutes Board, ja. Das, wenn wir das hier so machen, dann kommt ein bisschen ein grüner Diamant. Mal der grüne Diamant macht mir irgendwie mehr kaputt als alles andere. Ich brauche schon Lila. Ah. Alter, was ist das denn für ein Board? Ich will keine Grünsteine haben. Eieiei, was soll ich mit Grünsteinen? Also hier haben wir jetzt nochmal Lila. Dann ist Seeschat da. Okay, jetzt kommt Rot. Ach, da habe ich nicht drauf geachtet, dass wir Jabber haben. Tut mir leid, Riyad. Ach, jetzt kommt. Da. Also das Board, da kannst du nichts mitmachen, ehrlich gesagt. Oh, und jetzt denn die beiden danach. Okay, das ist definitiv gelaufen. Naja. Da kannst du nichts machen. Bei so einem Board jetzt mal ohne Witz. Ne, keine Chance. Keine Chance. Keine Chance. Da muss er echt aufpassen, das ist nicht gerade nett. So, jetzt können wir mal einmal ganz kurz gucken. Zwischenstand 18 und 13. 6 Angriffe hinterher, wenn man das jetzt mal maximal rechnen würde. Mit 50 Punkten, wenn es 300 Punkte, da wären wir vorne, aber auch knapp. Also wir müssen schon von Schatten. Wird interessant werden. Ah ja, die Taverne, ne? Die Taverne spielen wir nachher wieder komplett durch. Ich habe schon vorhin einmal nochmal geguckt, deswegen kein Intro wieder. Wie viel Energie ich brauche, bis mir dann eingefallen ist. Ich habe mich eh mal die Energie nochmal aufgefüllt. Also, daher war es eigentlich egal. Aber war das gleiche Intro wie sonst auch immer, ne? Blödes Gelaber von Grabmacher, Seeschat und Albi. Turnier kommt auch noch. Aber gehen wir wieder rein hier. Wer hat denn bei uns noch Angriffe? Damon hat noch Angriffe. Altair hat angegriffen. Hat der denn auch noch? Wo ist er denn? Da. Ja, okay, er hat auch noch. Ja, diese Namen von denen, ne? Jetzt mal ohne Spaß. Dann können wir mal eben einmal ganz kurz gucken, wie sich meine Defensive bisher geschlagen hat. Solange wir jetzt hier warten. Wie weit? So. One-Shot, genau. Das lief nicht gut beim ersten Angriff anscheinend. Oder für den Gegner schon, für mich nicht. 6 Punkte, dann 44, also nach 2 Angriffen.
6 Punkte hört sich so an, als hätte man nur Telluria weggekriegt. Hier erstmal nix wieder. Da. Oh, One-Shot. Das will ich nicht sehen, sowas. Eieiei. Okay, also 8 Punkte, ja, das will ich sehen. 8 Punkte. 9 Punkte, jawohl. Jetzt wird's lustig. 34, okay. Und der Reset ist da. Okay, auf geht's. Kadil nehmen. Komm. Aber direkt Kadilen. Direkt wie so ein Geier als erstes drauf. Nehmen wir das andere rote Team. Mal im Überlegen, Truppen brauche ich so, so und so. Okay. Truppen passen, das passt auch. Gut, würde ich sagen. Jetzt. Auf geht's. Deutsche Autokorrektur. Gut, nehmen wir direkt die roten. Da kommt nämlich dann was Lilanes nach. Gelben Diamanten sehe ich. Ich spiele aber lieber lila. In der Hoffnung, es kommt was hoch. Sie löst eh aus, deswegen machen wir das so. Das lief sogar noch besser als gedacht. Gut, entledigen wir uns erstmal der Hitter, ja? Ich nenne ihn jetzt einfach mal, oder den, die Schaden machen, sagen wir es so. Weiß nicht, ob das reicht. Natürlich nicht, aber der Franzose ist eh gerade wirkungslos. So, gucken wir mal, was hier kommt. Ja, wunderbar. Okay, sie kann heilen, das ist nicht schlimm. So, unser Ziel ist jetzt Seeschat. Erstmal heilen. So, Attack up. Wilbuan. Jetzt gehen wir erst... Ach, ja, der Franzose wieder. Ah, dieser Dreckige. Machen wir erst Cage. Kann er die ganzen Boni da wegnehmen. So, und jetzt... Ich will den blauen Diamanten nicht machen. Deswegen spielen wir es so. Dann haben wir Cage nämlich wieder. Aber wir hauen jetzt mal überall die Boni weg mit Cage. So, das ist jetzt egal, was sie macht. Krieger's Attacker ist wieder da. So, er löst gleich aus. Wie viel hast du denn? 59. Das sollte ein Stein reichen. Gehen wir mal hier auf Delilah. Perfekt. Hätte ich Schwein gehabt, der hätte auch reviven können, ne? Okay. Alles klar. Das war gut. Das war sehr gut. So. Dann. Und erstmal wieder. Oh, Atomos. Aber da ist wieder der Ritter, ne? Das ist gefährlich. Er hat's gemerkt. Ah, schön. Wen nehmen wir denn jetzt als nächstes? Also ich habe ein rot-blaues Team. Das heißt, wir nehmen keine Mitsuko. Das sind 46 Punkte. Frage, sollen wir 46 Punkte nehmen? Rot-blaues Team. Könnte aber noch in das Rote auch ein bisschen grün packen statt blau. Na komm, ich versuch's. Versuch's. Gegen den Ritter. So, wo ist es, das Team? Ares. Der Franzose. Ne, der Franzose geht da nicht hin.
Elena geht hierhin. Ariel geht dahin. Du gehst dahin, du gehst dahin. So. Gucken. Breakpoint, das passt, das passt, das passt nicht, das passt. Okay. Wollen wir hoffen, dass es hinhaut. Prinzipiell mag ich den Ritter ja nicht. Aber mal gucken. So, nehmen wir die roten direkt. Das, was wir haben, hauen wir direkt auch weg. Okay, da kommt blau, sehr gut. Lila Diamant. Muss sich wohl spielen. Ging leider nicht anders. Das ist okay, glaube ich. Dann nehmen wir den jetzt auch nochmal. Vielleicht kommt hier was Rotes. Nichts Rotes. Das ist bedauerlich. Blau haben wir auch nicht. Oh Mann. Vielleicht kommt hier was. Ah je. Okay, Heiler schon mal weg. Okay, das ist definitiv nicht, wie ich es geplant habe. Da kommt jetzt wieder. Das heißt, ich warte mal, die lösen eh alle aus. Okay. Oh Mann. Manche Teams lassen mich echt im Stich, ja? Stupid Black Knight, ey. Gut. Da wir jetzt gucken müssen, dass wir Punkte machen, nehme ich die. Oh nein, Loki. Beim Gucken 10. 10. Ei, das ist jetzt knapp. Okay, wir gehen auf sichere Punkte, glaube ich. 40 Punkte ist schon mal. Glaube ich besser, wenn wir da drauf gehen. Müsste, ja, sie nimmt die Boni, das ist gut. Hier habe ich noch ein gutes Team, was wir nehmen können. Mal morgen noch mit. Die beiden lasse ich mir da noch. Tale. Testen wir mal morgen, wie sie sich macht. So, das sollte eigentlich eventuell hinhauen. Wollen wir hoffen. Warum es hoffen? Okay, hier haben wir 4. Ich würde gerne die Grünen unter Magni kriegen. Okay, hier kriegen wir sie unter Magni. Hier haben wir nochmal Blau. Jetzt kriege ich nichts mehr unter Magni, natürlich nicht. So, wir haben morgen. Das ist okay. Saugt mal den Ritter ein bisschen aus. Okay, immerhin haben wir jetzt hier grün. Immerhin. Dann haben wir Talek. Talek müsste das überleben, oder? Keiner macht da seinen Angriff. Da, Talek. Ghoste die Blauen, damit wir hier unsere Blauen selber am Start haben. Okay, das ist jetzt bedauerlich mit dem Ritter, aber wir können es mit Frieda wegnehmen. Jawohl. So.
Hier gehen wir nicht auf morgen. Okay, das war gut. Dich lasse ich da jetzt eigentlich mal in Ruhe. Gib mir nur dein Leben. Ich will nur dein Leben, June. Na, dann müssen wir jetzt mal hier gucken, dass wir irgendwas Blaues kriegen. Da kommt Blau. Wir spielen lieber diese Blauen hier, weil da sind welche dann dabei, die geghostet sind. So. Wieder, ich hoffe, du triffst. Nein. Okay, dann nehmen wir hier nochmal Morgan mit. Dafür habe ich sie ja schließlich gelevelt. Und da sie auslöst, können wir da jetzt eigentlich auch die Grünen reinhauen. Okay, sie trifft morgen nicht. Das ist gut. Muss ich mal gucken, dass ich mir hier die Grünen irgendwie hochhole. Wobei, ich glaube, das sollte sogar reichen. Ja. Okay. Schwierige Geburt. Oh, das wird echt eine enge Kiste, ja. Also ich habe jetzt noch Gelb und Grün. Das Team ist nicht schlecht, Gelb und Grün. Ja, wir versuchen den Angekratzten hier. So, das ist Delilah. Das ist der Hase und Musashi. Der Hase kommt aber hier hin. Du kommst dahin, du dahin. Okay. Ein Breakpoint will ich bei Delilah, bei der Heilerin haben. Und dann. Oh, Grün. Grün sollten wir splitten. Das als Grabmacher auslöst, dass der nicht beide trifft. Machen wir das so und. So, kann er ja auch noch beide treffen, ne? Was? Dann machen wir das so. Ich stehe. Ah, dann stehen beide direkt nebeneinander. Machen wir es so. Okay. Das passt, das passt, das passt, das passt. Okay. Auf geht's. Gelb, wir brauchen Gelb. Nicht gut. Nicht gut. So, hier habe ich ein gelbes Match und ein grünes Match. Das ist schon mal gut. Nehmen wir das erst. Das geht in das Match über. Ja, okay. Dann habe ich da gelbe und hier gelbe. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Warum habe ich mal los hier nicht mitgenommen? Alter, ich bin echt dämlich manchmal, ja. Das ist, weil ich die Teams geändert habe und mal los ist in einem Team, was noch nicht fertig ist. Ah, ich bin so dämlich manchmal. Ich erschrecke mich manchmal vor meiner eigenen Dämlichkeit. Ah, je. Yeah. Okay, aber es sieht trotzdem nicht schlecht aus. Wir lösen eh aus, von daher ist das jetzt wichtig. So ein Telluria muss leben. Telluria, das überlebt, also wenn sie jetzt nicht blind wird, ne? Blind werden wird. Ich wette, sie trifft jetzt Seeschatten nicht. Okay. Okay, immerhin heilt sie jetzt fleißig mit. Alles daneben, alles daneben. So, Delilah. Okay, Musashi. So, jetzt machen wir hier Armageddon. Boah, keine Kombination irgendwie so für mich, ne? Also, guck mal, hier ist der Diamant. Ich habe nur einen lila Stein und das ist der Diamant. Aber es ist auch schön. Eieiei.
Ich werde gleich nochmal dieses Malossi-Team zeigen, was ich eigentlich hätte nehmen sollen. Aber egal, es hat hingehauen. Haben wir noch die sicheren Punkte gemacht. Das waren ja auch viele Punkte, ne? Sagen wir mal so. Ich kann ja eben mal eben zeigen, ich wollte eigentlich. Also da gehört Vivica zu, ne? Das ist Team 7. Vivica. Drake Malossi. Hätte ich die gerade mitnehmen sollen. Ich habe das gerade hier so gesehen, ne? Als ich hier war. So. Da habe ich gedacht, ach Drake, du hast ja noch einen Drake auf 370. Aber der kann ja gar nicht so weit oben sein. Der ist ja da unten, hier. Na, also es wäre das Team tatsächlich gewesen. Vivica, Malossi, Drake. Und dann, keine Ahnung, habe ich schon wieder irgendwas hier durcheinander gebracht, glaube ich. Team 7, genau, da wäre Morgan dann drin gewesen und wahrscheinlich Talek. Das hat der Clean auch durcheinander gebracht. Also. Völliges Chaos. Wie viele Punkte haben wir denn gemacht am Ende? Wo sind wir denn? 202. Naja. Ist okay, ja. Nicht der Brüller. Oh, jetzt wird's interessant hier. 5 Angriffe noch. 7. Eieiei. Das wird knapp. Das wird knapp. Das wird knapp. Wir warten noch eben die beiden Angriffe hier ab, was da kommt. Also ich glaube, wenn die beide jetzt ein One-Shot sind, dann ist das eh durch. Ja, also die haben jetzt auch gerade resettet anscheinend. Das heißt, die haben freie Auswahl. Ich hoffe, Kingston löst mal öfters aus und ich hoffe, sein Yunnan hält stand. Komm, 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 komm. Ah, das ist wieder so eine enge Kiste, ja. Kannst du nicht gebrauchen, sowas. Aber das ist dann, so erklärt sich das, ne? Das letzte Duell mit 700 Punkten gewonnen. Und dann haben die vielleicht einen guten Tag, wir einen schlechten Tag. Und dann wird es auf einmal so eine enge Kiste. Und das Team, was mit 700 Punkten vorher verloren hat, gewinnt dann vielleicht, ja. Siehst du mal, wie unberechenbar Telluria ist. Das ist unglaublich. Ach, guck mal, ja, der Drecksack, er hat doppelrot gestellt. Aha. Und ich habe festgestellt, wir haben sogar einige Ursenas da. Und einige Velas. Auch doppelrot. Okay, nicht schlecht. Komm, gebt auf. Flieht. Ihr habt keine Chance. Flieht einfach. Ja, 16 Punkte, sehr gut. Das war wichtig. Vom Niron Visioner. Visioner? Visionär. Hier 743. Eieiei. Gibt schon verrückte Leute. Alter, 4742. Ach, der kostümierte Magni hinten. Die haben natürlich auch krasse Teamstärken, ja. Das schreckt schon ein bisschen ab. Nein! Das war der One-Shot. Okay, jetzt ist es 5-5. Ah. Schwierig, ja. 76 Punkte hinter. Wird schwierig, aber das Endergebnis poste ich wie immer in der Beschreibung und wir werden sehen, ob wir den 8. Sieg in Serie machen oder nicht. Sieht im Moment nicht danach aus, aber wer weiß. Vielleicht kommt der Einbruch noch bei Varvictus. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns später im Turnier und in der Taverne und so. Wir sehen uns definitiv noch ein paar Mal heute. Na, also macht's gut. Ciao.